Die USA haben die Ukraine ja auch sehr schnell in Schutz genommen. Der Kreml reagierte daraufhin aber auch empört. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, die meinte, wenn die USA oder ein anderes Land verlässliche Fakten hätten, dann sollten sie diese mit der russischen Seite teilen. Inwiefern käme es Moskau denn grundsätzlich entgegen, die Wut der eigenen Bevölkerung auf die Ukraine zu lenken? Ja, das in jedem Fall. Wir haben ja gehört, dass vor 2 Tagen der Begriff Spezialoperation gegen den Begriff Krieg, der ja noch vor kurzem strafrechtlich in Russland verfolgt wurde, ausgetauscht wird. Das heißt, man spricht jetzt auch in Russland von dem Krieg. Und insofern passt das eigentlich auch in der strategischen Kommunikation, in der hybriden Kriegsführung von Russland zusammen, dass man das jetzt zusammenbaut. Eins steht fest, offensichtlich, so die USA, wurde hier Russland gewarnt auf einem Weg zwischen Amerika und Russland, den ich persönlich nicht kenne. Aber hier scheinen nachrichtendienstliche Erkenntnisse auch weitergeflossen zu sein. Das bestreitet Russland natürlich.